Ja, willkommen zu Folge Nummer 3 von 5 Minutes zu Random. Teil 3 von Episode 1, aber ja, passt schon. Whatever, ich will Animes gucken. So, ich drücke jetzt auf den scheiß Random-Button. Und dann kriegen wir Natsumi. Das ist, glaube ich, aber die zweite. Ja. Das ist ein Sequel. Sequel, okay. Sequel sind's raus. Movie raus. Jo. Specials. Das, raus. Also. Oh, den kennen wir. Ach ja. Shirayuki. Okay. Second Season. Und da haben wir doch schon was. Battleman! Oh ja. Battle Bedama. Adventure Fantasy Kids Shonen Dub. Von wann, weiß man nicht. Kids? Ernsthaft? Es wird super. Battle Bedama Dub. Mit richtig übertrieben sprechenden. Und da geht's schon los! Oh. Ich hab's vermasselt. Ah, wir haben mal ein Intro. Mensch, bei den beiden Serien eben gab es in der ersten Episode kein Intro, wie es aussieht. Ja, es sind definitiv Kids. Und das ist der Hauptcharakter. Das kann ich dir schon sagen. Das ist ein englisches Lied. Ich finde, wir sollten noch eine Strichliste anmachen über Hauptcharaktere, die sinnlose Accessoires haben, wie dieser da, der eine Brille auf dem Kopf trägt, die er sicherlich niemals anzieht. Sinnlose Accessoires, der ja. Der besonders Brillen auf dem Kopf in schonen Anime. Oh, das ist. Du meinst, ist das nicht so eine Fliegerbrillen? Könnte man fast schon eine eigene Kategorie für machen. Ja, das ist doch so eine Monster-Kampf-Spielzeug-Verkaufsserie, oder? Es sah danach aus für den Moment, ne? Oh ja, oh ja! Ist es ja. Beyblade mit Robotern? Ja. Ich glaube, du hast es ziemlich genau auf den Kopf getroffen. Es ist Beyblade mit Robotern. Mit kleinen. Ich habe ja Beyblade echt gerne geguckt, ne? Auch wenn es nur ein Toy-Commercial war, aber es hatte Spannung. Ich gucke ja auch gerne Sportsachen. Mhm. Okay, jetzt werden wir erstmal, was den Plot angeht. Wow! Fancy Animation. Was ist das? Das ist ein Katzen übrigens. Und das da hinten ist? Ein Blob. Blob, ja. Kennst du den unglaublichen Blob? So 50er Jahre Horrorstreifen. Eine Masse, die Menschen und alles mögliche ist und immer größer wird. Geiler Horrorfilm. Kobalt Blade. Ich hab davon gehört. Was wird das hier? Okay. Beetlemage, guide to the Beetle World. I have come with an urgent request. The fate of the world hangs in the balance. Please accept my humble offering. Das gehört zur Werbung. Achso. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist doch die Katze aus Dragon Ball. Ach! Na, wenn du sagst. Jetzt zeigst du, was du für ein Banause bist, dass du nicht mal weißt, von wem ich rede. Herr der Quitten. Also, das hier ist gerade eine Katze, die eine Beschwörung mit einem Mini-Roboter auf einem großen Berg durchführt. Das ist eine Roboterstatue, die zu einem richtigen Roboter wird. Ja, trotzdem, die Katze redet und beschwört diesen Roboter. Okay. You're sure right. Also, wie die Synchro auch so überhaupt nicht zu dieser Katze passt, oder? Ja, die Serie ist auch so ein bisschen selbstreferenziell, oder? Irgendwie hat doch gerade gesagt... Flashback coming up. Oh, Tentakel. Tentakel sind wichtig. Aber ja. Tentakel im Shonen-Anime sind doch ein bisschen seltener. I designed my zero system for the ultimate good, but they stole it for the ultimate evil. Oh. That's why I built Cobalt Blade, to protect the Beetle World. Der typische Wissenschaftlerfehler. Man will Weltfrieden und im Endeffekt baut man die Atombombe. Ja. Only you, Beetlemage, can find the one who belongs with Cobalt Blade. Unser Blob ist schwer begeistert. Unser Blob guckt sich das im Fernsehen an, finde ich total super. Reality TV. Die Serie ist schon ein bisschen selbstironisch oder so, ne? Ja. Also, die nimmt sich doch nicht ganz ernst mit dem ganzen Quatsch und diesen Ebenen. Was ein bisschen erfrischend, also ich find's erfrischend. Ja. Okay, jetzt haben wir so ein Western-Setting? Ja, aber mit Robotern. Cowboys vs. Aliens. Mit Japanern. Japanischen Kids. Wo läuft der denn her? Also, effizienter Weg hat er auch noch nicht. Yamato Delgado. Das ist doch irgendwie so eine Mischung aus Japanisch und Spanisch, oder? Und Katzenliebhaber.
Es wird eine Menge Katzen geben, habe ich das Gefühl. Ja. Jeder liebt Katzen. Liebst du Katzen? Ja. Ja. Ich habe eine Katze. Aber nicht hier. Nein. Ich habe zwei Katzen, aber nicht hier. 2-1, Max. Warum Alter. Hat dieses neunjährige Kind eine riesen Narbe über seinem einen Auge? Damit es cool aussieht. Wahrscheinlich hat sich die Narbe selbst... Wahrscheinlich ist es auf die Heizung gefallen zu Hause oder so. Oder die Narbe ist aufgemalt. Oder eine Katze hat ihn gekratzt. Oh ja, das wäre auch noch gut möglich. Oh, jetzt geht er auch in den Katze. Katzenmodus. Das können ja. unsere Katzen nicht. Aber wir haben hier echt eine krasse Mischung, finde ich. Oh, Flashback! Er hat mit Tieren gelebt früher? Wann sind sie denn auf die spannende Idee gekommen? Hat ja auch vor denen noch gar keiner. Oh. Ja, natürlich. Die typischen die Chinesen. Ja, und überhaupt. Der eine hat ziemlich komische Augen. Das war doch eine Brille. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Der Katzen schreien natürlich. Katzen, 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 Katzen. Das ist die Zusammenfassung der Folge. Oh, nettes Kostüm. Er ist der Bad Guy. Oh ja. Die beiden anderen waren eine Nummer kleiner. Stell mal vor, ein Kind würde hierzulande in der Grundschule mit dem Kostüm auftauchen. Wird doch verkloppt werden innerhalb von 2 Minuten. Ja. Jo, der da auch. Aber das ist... Damit habe ich nicht gerechnet. Das war nur eine Wiederholung. Aber das hier ist halt Western, Japan mit Katzenstreifen. Das ist gar kein schlechter Schon, muss ich sagen. Wegen dieser einen Szene, ne? Nee. So, ja, das war's von der ersten Episode 5 Minutes Random. Okay. Ja, war spaßig. Ja, fand ich auch. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.